Was ist das denn für ein Karton? Er weiß nicht, was das ist. Das ist eine virtuelle Realität. So wie dieser Cyberspace? Der was? Muss sowas von aus den 80ern sein. Jedenfalls kannst du dir ruhig eine Brille nehmen. Jeder Kunde bekommt eine geschenkt. Danke. Oh, der Karton ist auseinandergefallen. Ich habe ihn nur in die Hand genommen. Das sagen sie alle. Kann ich einen anderen haben? Kannst du nicht lesen? Nur ein Set pro Kunde. Kann ich das kaputte Set gegen ein neues eintauschen? Aufgrund der Gebrauchsspuren kann ich das leider nicht tun. Allerdings kann ich für nur $299.99 eine Reparatur anbieten. Um weitere Schäden zu vermeiden, kann ich dir auch noch eine Geräteversicherung zu besonders günstigen $19.99 pro Monat anbieten. Laufzeit 96 Monate, nicht übertragbar. Allerdings greift die Versicherung nicht in folgenden Fällen. Wasserschäden, Fallschäden, Softwareschäden, Berührungsschäden, Gebrauchsschäden oder etwaige andere Schäden, die durch die alltägliche Nutzung des Gerätes entstehen. Und Vulkanausbrüche. Okay, ich denke mal darüber nach. Hey, Lefty. Was gibt's, Aaron? Das WLAN eiert wieder rum. Mal up, mal down. So kann ich nicht arbeiten. Techniker ist informiert. Und wann kommt der Techniker? Kann nicht mehr lange dauern. Mach ihm Feuer unterm Hintern. Ich habe für heute eine Show angekündigt. Kann ich dir helfen, Larry? Also, wer war denn der luftig gekleidete Rotschopf? Wer? Aaron? Die hat das Zimmer oben angemietet. Und was macht sie da oben? Das weiß ich nicht so genau. Und das geht mich auch nichts an. Irgendwas mit diesem Internet. Was ist ein WLAN? Das Funkinternet. Ich hätte mir doch nicht dieses Sondermodell von einem Router aufschwätzen lassen. Wurde angepriesen als WLAN-Router mit integriertem Home-Entertainment-System. Aber die Musik kratzt und die Verbindung ist flatterhaft. Ist das Internet sowas wie das ARPANET? Ich sag einfach mal ja. Ha! Da werden die Kommis nicht mithalten können, wenn wir sogar schon ein besseres Netz haben. Da sage ich auch einfach mal ja. Warum hatte Aaron so wenig an? Im Internet hat kaum jemand was an. Also, habe ich gehört. Ich sollte mir auch ein Internet anschaffen. Du hast doch eins. Das Smartphone. Psst, ermutige ihn nicht noch. Oh. Lass uns über was anderes reden. Was gibt's sonst noch? Wie läuft dein Barbarenbräu? Ein paar Leute haben über Magenschmerzen geklagt. Was? Wirklich? Und jetzt sind auch noch die Rohre kaputt gegangen. Ich verstehe was vom Rohre verlegen. Ah, das wäre großartig. Hier hast du den Schlüssel fürs Hinterzimmer. Aber sei leise. Oben drüber wohnt Aaron. Sie möchte nicht gestört werden. Keine Angst. Ich kann auch leise Rohre verlegen. Du musst den Braukessel wieder in Gang bringen. Den Hebel nach unten stellen, dann das Ventil drehen und den Hebel wieder nach oben stellen. Allerdings müsste man erst das Rohr reparieren. Da hat sich wohl irgendwas durchgeätzt. Was das wohl war?
Hast du vielleicht ein Zimmer frei? Du weißt schon, für Damenbesuch. Ja, das Zimmer oben. Aber Erin belegt es gerade. Sie wollte eigentlich nur zur Zwischenmiete hier sein, aber jetzt ist sie schon einige Zeit da. Wenn sie auszieht, könnte ich also rein? Nur wenn du bezahlen kannst. Vielleicht kann ich die Miete abarbeiten? Wenn du damit meinst, dass du mir bei der Reparatur der Brauerei helfen willst, dann haben wir einen Deal. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Katzenbilder sind eine neue Religion. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Jugendliche essen Waschmittel, um cool zu wirken. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Kein Mensch spielt mehr Adventures, sondern so Sachen mit explodierenden Süßigkeiten. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Punk ist tot. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Computer hat man inzwischen meistens in der Hose bei sich. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Du bist modisch fast schon wieder auf der Höhe der Zeit. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Synthesizer-Musik ist nicht mehr ganz so angesagt wie früher. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Manche Leute glauben, man müsste sich einen Eimer Eiswasser über den Kopf schütten, bevor man Geld spenden darf. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Space Shuttle und Concorde gibt es nicht mehr. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Ich glaube, ich habe dir alles gesagt, was du wissen musst. Bis später, Lefty. Fest verschlossen. Auch abgebrochen. Sind die Schlüssel hier aus Wachs oder wie? Lefties frische Wäsche. Immerhin zieht er sich regelmäßig um. Seit wann trägt Lefty denn... Ah, das muss dieser Erin gehören. Es fällt sicher nicht auf, wenn ich das mitnehme. Sicher. Das ist das kaputte Rohr, das ich reparieren soll. Das Rohr ist hinüber. Man müsste schon das ganze Stück austauschen. Ich kann sie nicht aufmachen, solange der Waschgang noch läuft. Lefty sagte, dass der Braukessel erst wieder in Gang gebracht werden muss. Lefty hat gesagt, dass das Rohr erst repariert werden muss. Das klingt ja übel. Aber in meinem Bett würdest du ähnliche Geräusche machen. Kann ich dir irgendwie helfen? Hey, Leute, wie geht's euch? Becky, bist du das? Ich bin hier nicht so mega drauf, eher down. Weil hier so hart gefeiert wird, das macht mich fix und fertig. Aber ich bin gleich wieder on top und werde dann zu den anderen Party-Peoples rausgehen. Also, wenn ihr weiter dranbleiben wollt, was das Nightlife heute bringt, hier in der geilsten Location von New Lost Wages, dann klickt da unten auf Abonnieren und schreibt in die Kommentare, wo ihr heute crazy abfeiert. Yep, das ist Becky. Warst du das? Hast du mir was in den Drink gemixt? Natürlich nicht. Ich glaub dir kein... Bist du bald fertig? Ich muss mal dringend. Geh weg. Das dauert noch.
Kannst du mir mal das Toilettenpapier rausgeben? Um Gottes Willen, das brauche ich alles selbst. Aber das bleibt unter uns. Ich bräuchte eine Unterhose. Warum brauchst du? Ich will nicht darüber reden. Ich schaue, ob ich was auftreiben kann. Warum wollen eigentlich alle, dass ich ihnen Unterhosen besorge? Würgende Frauen machen mich irgendwie scharf. OMG, das ist ja abartig. Yeah, Baby. Plaudern wir später weiter. Bloß nicht. Danke, ein Glück. Ist noch was? Das Toilettenpapier. Bitte. Da. Ey, das ist nur eine leere Rolle. Ich habe alles gebraucht. Würdest du dich bitte aus dem Staub machen? Ich will mich umziehen. Du hast da eine leere Klopapierrolle, Larry. Ist schon wieder alles aufgebraucht? Ja. Komisch. In letzter Zeit ist das immer ruckzuck leer. Das ist ein Geheimnis, das wir niemals aufklären werden. Kannst du mir einen Gefallen tun und das Toilettenpapier auffüllen? Es ist gerade eine neue Lieferung eingetroffen. Du findest alles im Hinterzimmer. Damit bin ich vorerst fertig. Perfekt. Ich nenne es den Po-Schmeichler. Ach, Larry, das mit dem Toilettenpapier kannst du jetzt auch vergessen. Das Klo hat es nicht überstanden. Es hat schon viel erlebt in all den Jahren, aber das war zu viel. Diese Becky ist jetzt auch verschwunden. Ich soll dir ausrichten, dass sie dich nie wiedersehen will. Hat Becky da vielleicht? Ja, sie hat ihr Höschen da reingeworfen. Das lässt sich nicht kombinieren. Auch eine Art, Unterwäsche vorschriftsmäßig zu entsorgen? Oh. Ja, das ist der Stoff. Eindeutig gebraucht. Hast du nicht gesagt, du willst das Höschen nur als Beweis, dass ich ein geiler Aufreißer bin? Klar. Ich rieche nur zur Sicherheit daran. Und das Toilettenpapier ist so weich. Fühl mal. Geil. Kriege ich auch was davon ab? Niemals. Ihr wolltet mir doch bei diesem Timber-Ding helfen. Aber natürlich. Wir geben dir jetzt alle Tipps. Dann fliegen dir mehr Muschis zu, als du vögeln kannst. Aber lass uns auch noch ein paar übrig. Gib mir mal dein P-Phone. Hier. Wenn du irgendwas an meinen Einstellungen änderst, hacke ich dein eigenes P-Phone und veröffentliche deinen Browserverlauf.
Okay, damit ich dir das perfekte Profil einrichten kann, musst du mir ein paar Fragen beantworten. Klar. Name? Larry Laffer. Spitzname? Schwanzos Longus. So haben sie mich in der Grundschule genannt. Beruf? Frauenversteher. Ich trage einfach IT-Spezialist ein. Darauf stehen die Frauen. Ja, und steigen sie deswegen auch dauernd nach. Was ist dein Motto? Deine Tagline? Ich habe den Schlüssel zu deinem Herzen und den Penis zu deiner Vagina. Das passt zu dir, Alter. Man ist so jung, wie man sich fühlt. Bleiben wir realistisch. Nehmen wir 39. Lieblingstier? Muschi. Meine Astrologin sagt, das wäre mein Krafttier. Eigene Genderzuordnung? Ich trage Mann ein. Aber mit Anführungszeichen. Sexuelle Ausrichtung? Alles außer Monchichi. Okay. Ich trage mal bisexuell ein. Dann hast du die meisten Möglichkeiten bei Timber. Naja, ihr seid die Profis. Lieblingsstellung? Egal. Hauptsache Sex. Sagen wir lieber Scroonicorn. Das ist gerade in. Okay. Jetzt nur noch das Profilbild. Zeig dich mal von deiner Schokoladenseite. Perfekt. Wenn das kein beeindruckendes Profil ist, weiß ich auch nicht weiter. Was mache ich jetzt mit diesem Timber? Wenn jemand zu deinem Profil passt, wird die Person als Kontaktvorschlag angezeigt. Und dann kannst du die Bilder nach links wischen, wenn du sie nicht magst. Oder rechts, wenn sie dir gefallen. Wenn dich eine Person mag, wird sie dir unter Matches angezeigt. Auf der Unterkarte werden dir deine Matches angezeigt. Auch diejenigen, die du zunächst weggewischt hast. Und dann bekommt man Punkte? Ich brauche 90, damit Faith mit mir ausgeht. Dann mal viel Erfolg dabei. Prone hat einen komplizierten und streng geheimen Algorithmus in Timber eingebaut, der deine Punktzahl bestimmt. Dabei wird die Anzahl deiner Kontakte, die Qualität deiner Kontakte, die Sexhäufigkeit und die Sexqualität bewertet. Außerdem bewerten alle Timber-Mitglieder sich gegenseitig. Ein gut verlaufenes Date gibt mehr Punkte. Die App bewertet Häufigkeit und Qualität von meinem Sex? Hä? Wie macht sie das? Das fragen wir uns schon länger. Nochmal langsam. Ich muss mit möglichst vielen Frauen Sex haben, um an meine Traumfrau Faith ranzukommen. Ja, so könnte man das formulieren. Wow, das 21. Jahrhundert ist super. Hey, Larry. Ja, Süße? Ich habe neue Vorschläge für dich auf Timber. Aha, das Profil funktioniert. Die Frauen fliegen auf mich, wie erwartet. Macht euch bereit, Ladies. Hier kommt Larry Laffer. Pi, was ist mein aktueller Score? 5. Ha, es ist ein Anfang. Nur noch 85 Punkte, Faith. Bald haben wir unser Date. Was für ein Spinner. Du hast neue Matches auf Timber, Larry.
Hey, Moment mal. Das Gesicht kenne ich doch. Sag mir bitte nicht, dass du mein verlorener Sohn bist. Du hast in deinem Profil vergessen zu erwähnen, wie schlagfertig du bist. Profil? Du meinst, wir sind bei diesem Timber befreundet? Genau. Aber von mir aus können wir mehr sein als nur Freunde. Wedding Crasher? Das natürlich gerne auch. Aber mit Benefits. Ich war noch nie auf einer Benefits-Veranstaltung. Kann man da weiß tragen? Dein Outfit ist absolut zeitlos, Hübscher. Meine Sensoren sind besser als die Augen dieses Kerls. Dein Profilbild andererseits, es wird dir gar nicht gerecht. Der kann froh sein, dass er nicht weiß, wie es unter der Gürtellinie aussieht. Pass auf, ich mache dir ein tolles Angebot. Willst du mir deine Frisur verpassen? Verlockender Gedanke, aber nein. Wie wäre es, wenn ich für dich ein ordentliches Fotoshooting organisiere? Wozu soll das gut sein? Profile mit professionellen Fotos erzielen 86,8% mehr Matches auf Timber. Okay, soll ich mich gleich ausziehen? Vielleicht nicht sofort. Zuerst müssen wir einen romantischen Ort für die Aufnahme finden. Keine Sorge, Romantik liegt mir im Blut. Daran besteht kein Zweifel. Sag mir Bescheid, wenn du eine Idee hast, wo wir uns ablichten. Was gibt's? Beeindruckende Auswahl, Gnädigste. Ich gehe davon aus, dass du alles auf Herz und Nieren getestet hast. Ich habe mich jedenfalls intensiver damit befasst als so ein Jungspund wie du. Hast du vielleicht eine Empfehlung für mich, was den Damen besonders gut gefällt? Normalerweise würde ich dir Sex Panther empfehlen. Aber nach dem Vorfall mit diesem Nachrichtensprecher ist das verboten. Für den Anfang empfehle ich dir eine Dusche, junger Mann. Eine lange Dusche. Du siehst aus, als wärst du seit den 80ern nicht mehr mit Wasser in Kontakt gekommen. Gibt es hier auch Stammkundschaft? Natürlich. Mach dir aber keine Hoffnung. Ich habe keine Bonuskarte für Dildos. Wäre aber eine gute Idee. Ich komme später wieder. Nicht wegsterben. Ich sehe rüstiger aus als du. Seine Herzfrequenz und sein Blutzucker sind auch echt mies. Eine Einhornmaske. Horny. Du kannst das Einhorn nicht einfach so mitnehmen, Jungchen. Erst bezahlen. Aber es ist sowieso unverkäuflich, weil ich sonst keine mehr davon habe. Hey, weg da! Warum? Was ist da hinten? Gar nichts. Muss man Eintritt bezahlen? Nein, es ist einfach für dich verboten. Aber das gehört doch offensichtlich auch zu diesem Laden. Nein, das ist alles. Also, mir wird hier noch ein Laden an diesem Ort angezeigt. Vorlautes Flittchen. Ach, was soll's. Ich verrate dir, was sich da hinten befindet. Komm mit und schau dir an, was ich für ein Doppelleben führe. Es ist ein Quickie-Mart. Schade. Keine weiteren Sauereien. Ich finde es irgendwie beruhigend, dass du so empfindest. Warum ist der normale Laden im Hinterzimmer? Weil es mir zu peinlich ist. Ohne den Quickie-Mart hätte ich die Leisure Suite längst schließen müssen. Daran ist dieses Internet schuld. Jetzt, da die Leute die ganze nackte Haut einfach im Internet anschauen können, kommen sie nicht mehr hierher. Und wer die neutrale Verpackung erfunden hat, sollte sich auch was schämen. Jedenfalls kann ich mich nur über Wasser halten, weil ich auch diesen Laden habe. Also, du kennst jetzt mein schmutziges Geheimnis. Schau dich ruhig um. Finger weg, Jungchen. Das ist nur für Kunden mit PrunePal. PrunePal ist eine Bezahl-App von Prune und nur für Mitarbeiter der Firma verfügbar. Oh, na dann. Kannst dich bedienen, Jungchen. Alle Kunden können sich einen gönnen.
und das macht mich überhaupt nicht misstrauisch. So bleibt er schön kühl. That head, baby. Wenn das ein Anmachspruch werden sollte, war der ziemlich außergewöhnlich. Hey, danke. Das meinte ich jetzt nicht als... Ach, egal. Mein Name ist Larry. Larry Leffer. Stets zu Diensten. Lemmer. Lemmer Talica. Stets am Rocken. Gehst du mit mir aus? Du verlierst keine Zeit, was? Mir gefällt das. Nach meinen Konzerten habe ich immer Lust, mich zu vergnügen. Mit mir? Ja, man muss nehmen, was man kriegen kann. Ich brauche aber Groupies, die was aushalten. Deswegen matchst du mich also bei Timber? Nein, ich matche alle Leute, damit sie zu meinem Konzert kommen. Ach so. Willst du mich heiraten? Ich bin mit meiner Musik verheiratet. Aber erstmal muss mein Gig überhaupt stattfinden. Es sind noch Plakate aufzuhängen und mein Drummer ist verschwunden. Ist nicht zum Soundcheck gekommen. Wollte in irgendeiner ekligen, runtergekommenen Bar am Strand noch was trinken. Wenn mir der Name nur einfallen würde. Das mit den Plakaten kann ich gerne übernehmen. Oh, vielen Dank. Das würde mir sehr weiterhelfen. Hier, bitte. Eins weniger. Vegan? Was meinen die denn damit? Ist das aus Pflanzen? Kid. Ich mag Süßigkeiten. Kannst dich bedienen, die sind gratis. Was ist das denn für ein Laden hier? Hallo. Willkommen im Salon de Lézard. Die individuellste, undergroundigste, hipste und veganste Bar der Stadt. Hier bekommst du alles, was du willst. Und alles ist glutenfrei. Gluten? Was soll das denn sein? Schmeckt das? Gleichmäßig atmen, Everett. Denk an Indien. Ein Bier, bitte. Sorry, unser Bio-Natural Pale Ale ist gerade aus. Wusstest du, dass natürliche Zutaten ohne Konservierungsstoffe ziemlich schnell verfaulen? Was habt ihr sonst so auf dem Menü? Wir haben Chai Latte, Maca Latte und normale Latte. Sag es nicht, Larry. Latte. Natürlich sagt er es doch. Alles mit Sojamilch, natürlich. Außerdem Falafel und Halloumi-Sandwiches. Mehr Avocado-Gerichte, als ich jetzt hier aufzählen könnte. Alles regional und bio. Und glutenfreies Brot zum Ausprobieren. Also, was darf sein? Ich hätte gern eine Latte. Sehr gerne. Das macht dann 12 Dollar. Was? Eine Latte bekomme ich woanders, aber billiger. Oh, ich sehe gerade, dass die Sojamilch abgelaufen ist. Brauchst du die noch? Eigentlich schmeißen wir die weg für die Leute zum Containern. Aber na gut, hier. Ist das Brot gratis? Ja, das kommt irgendwie nicht so gut an. Deswegen bieten wir es zum Probieren an. Dann immer her damit.
Ich glaube, ich will doch nichts. Schwitzt ihr nicht unter den Bärten? Überhaupt nicht. Wir haben uns vorhin schon gefragt, welcher unserer Bärte beeindruckender ist. Was meinst du? Bartträger haben kleine Pimmel. Naja, wenn du unbedingt deine Gender-Stereotypen vertiefen willst. Hä? Das sollte eine Beleidigung sein. Frag dich mal selbst, warum du meinst, uns beleidigen zu müssen. Hä? Der golden glänzende Bart ist toll. Schmierfett bringt mein Gold zum Leuchten. Siehst du? Das ist aber nicht vegan. Aber das ist es wert. Wir sehen uns später. Da ist ein altes Buch drin. Das muss wertvoll sein. Die Glasvitrine ist auf dem Sockel verankert. Die bekomme ich nicht auf. Hey, Finger weg. Das ist das teuerste Stück im ganzen Laden. Und unverkäuflich. Das ist doch nur ein Lappen. Nein, es ist das Grabtuch. Das Grabtuch von Urin. Okay, ich nehme es für $3. Bist du schwerhörig? Unverkäuflich. Warum? Was macht es besonders? Es ist das Laken, mit dem Freddy Quicksilver begraben wurde. Der vom legendären Live Aids-Konzert. Für Fans von Queef ist es das größte Heiligtum. Einige unserer Gäste kommen nur her, um dem Grabtuch ihre Ehrerbietung zu erweisen. Queef haben sich aufgelöst? Nein, sie suchen seit 25 Jahren einen neuen Sänger. Aber so einen finden sie nie wieder. Und seitdem sind die echt Mainstream geworden. Ja, so richtig ernst kann man die nicht mehr nehmen. Früher waren die noch underground, aber heute... Würdet ihr das Grabtuch gegen etwas eintauschen? Ich kann mir nur eins vorstellen, was uns mehr wert wäre als das Grabtuch von Urien. Ich auch. Eine Polaroid. Was ist das denn? Die streng limitierte Vintage-Kamera von Prune, von der es nur ganz wenige Exemplare gibt. Die druckt direkt ein Foto aus und speichert es gar nicht digital ab. Jedes Foto ein Unikat. Die Bildqualität ist retromäßig total mies. Ist das nicht eine irre, revolutionäre Idee? BJ ist einfach ein Genie. Sicher. Ich schaue, ob ich eine auftreiben kann. Was gibt's? Dein Drummer ist verschwunden? Ja, ohne ihn kann der Gig nicht stattfinden, leider. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wollte er in irgendeiner ekligen, runtergekommenen Bar am Strand was trinken. Aber ich kann mich nicht an den Namen der Bar erinnern. Das ist ein Fall für Detektiv Larry. Ich werde nicht ruhen, bis ich diesen Fall gelöst habe, Baby. Bis nachher. Das Fitnessstudio gehen? Klar, ist aber nur für Mitglieder. Was ist das Geheimnis für deinen stählernen Körper? Ist dir nicht entgangen, was? Natürlich muss man hart trainieren. Ich stelle mir jeden Tag das Eisen. Aber ich habe noch ein Geheimrezept. Du rasierst dich nicht? Nein, ich trinke nur noch Proteinshakes. Und es wirkt ja super. Also, bleib dran. Du fasst das auch. Na, kleiner Hundi, was hast du denn da für ein schönes Spielzeug? Oh, jetzt ist er traurig. Das macht ihn fast noch niedlicher. Fast. Er muss seine Trauer alleine bewältigen. Dieses Gym ist ausschließlich für Mitglieder. Hey, das ist meine Bowlingkugel. Bleiben Sie fit im Schritt und sonst auch.
Nur anschauen, nicht anfassen. Oh, Flashback. Was gibt's? Wollt ihr wirklich euer ganzes Leben in so einem seltsamen Laden arbeiten? Ich nicht. Was? Ich möchte Trainer von Wrestling-Alpakas werden. Dass du einen Knall hast, war mir klar. Aber dass es so schlimm ist, Wrestling-Alpakas, als gäbe es sowas. Ich bräuchte eine von diesen Sofortbildkameras. Du meinst unsere Prune Polaroid Vintage Collectors Edition? Sorry, Kumpel, aber die wird dein Budget echt übersteigen. Nachdem du aber bewiesen hast, dass du in der Lage bist, auch delikate Sachen zu besorgen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber ich habe echt keine Lust, noch mehr gebrauchte Frauenwäsche zu beschaffen. Psst, nein, das meine ich nicht. Wir suchen schon ewig eine ganz seltene Actionfigur. Larry Leffer? Wir suchen die Sklavenprinzessin aus Sleaze Wars. Aber nur die Version mit dem abnehmbaren Goldbikini. Ich halte die Augen offen. Und eins weniger. Mist, die Wand ist zu feucht. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Das muss nicht geflickt werden. Eins weniger. Sieht ziemlich räudig aus und kaut entschlossen auf seinem Knochen rum. Ich könnte das Spielzeug gegen den Knochen tauschen, aber ich will seinen angesabberten Knochen nicht haben. Kann ich dir helfen, Larry? Also, war heute Abend ein Drummer unter deinen Gästen? Oh, es war nicht gerade Hochbetrieb heute Abend, aber an einen Drummer erinnere ich mich nicht. Also, es war zumindest niemand mit einem Drumkit da. Kannst du ihn vielleicht etwas genauer beschreiben? Im Moment nicht. Ich frag nochmal nach. Ja, vielleicht könnte ich mich erinnern, wenn du ihn besser beschreiben kannst. Name, Kleidung, Gesichtsmerkmale, Beschreibung seines Charakters, besondere Angewohnheiten. Ja, ja, ich hab schon verstanden. Bis später, Lefty. Ein Unter kann nur auf der Straße gerufen werden.
Was gibt's? Wie heißt denn dein trommelnder Kumpel? Stix Laboom. Ein interessanter Hinweis. Hast du vielleicht ein Foto von deinem Drummer? Keine Chance. Der hasst es, fotografiert zu werden. Und er ist nicht mal bei Timber. Aber am besten fragst du die Jungs hier im Salon de Lézard nach ihm. Mit denen hat er auch gesprochen. Ein interessanter Hinweis. Ich sollte mich umhören, ob noch jemand etwas über diesen Stix weiß. Bis nachher. Hallo. Willkommen im Salon de Lézard. Ich habe gehört, ihr hättet mit einem Drummer namens Stix geredet. Ja, grässlicher Typ. Was ist mit dem? Wisst ihr, wo ich den finden kann? Keine Ahnung. Wir haben ihn rausgeworfen, weil er angefangen hat, hier drin zu rauchen. Wir können froh sein, wenn unsere Kunden uns nicht auf Schmerzensgeld verklagen. Ein interessanter Hinweis. Könnt ihr ihn genauer beschreiben? Was willst du wissen? Was hatte er für Kleider an? Eine von diesen altmodischen Kutten. Nur nicht in weiß wie du. Ein interessanter Hinweis. Könnt ihr ihn genauer beschreiben? Was willst du wissen? Welche Haarfarbe hatte er? Schwer zu sagen mit seinem roten Kopftuch. Zumindest sein Bart war grau. Oh ja, der sah ganz zerzaust aus. Und er wollte nicht mal unser gutes Bartöl kaufen. Ein interessanter Hinweis. Wisst ihr sonst noch was über Stix? Er hatte Riesenkrach mit dieser Lämmer. Der Typ scheint ernsthafte Probleme zu haben. Ein interessanter Hinweis. Lasst uns über was anderes reden. Wir sehen uns später. In New Lost Wages ist sogar die Asche dreckig. Die Jungs im Salon de Lézard sagten, der Drummer hätte geraucht. Ob vielleicht... Ja, eine Schachtel Camel Toe. Von der Marke habe ich noch nie gehört. Ein interessanter Hinweis. Kann ich dir helfen, Larry? Also... War heute Abend ein Drummer unter deinen Gästen? Oh. Es war nicht gerade Hochbetrieb heute Abend, aber an einen Drummer erinnere ich mich nicht. Also, es war zumindest niemand mit einem Drumkit da. Kannst du ihn vielleicht etwas genauer beschreiben? Sein Name ist Stix Laboom. Als ob ich mir in meinem Alter irgendwelche Namen merken könnte. Weißt du noch mehr über ihn? Grauer Bart, zerzaust. Kein Sinn für Bartöl. Bei diesen ganzen bärtigen Hipstern komme ich total durcheinander. Weißt du noch mehr über ihn? Er trägt so eine altmodische Rockerkutte. Das ist nicht gerade eine außergewöhnliche Beschreibung für einen Drummer. Weißt du noch mehr über ihn? Raucht diese komische Zigarettenmarke Camel Toe. Camel Toe? Erinnert mich auf jeden Fall nicht an einen Drummer. Weißt du noch mehr über ihn? Im Moment nicht. Ich frag nochmal nach. Ja, vielleicht könnte ich mich erinnern, wenn du ihn besser beschreiben kannst. Name, Kleidung, Gesichtsmerkmale, Beschreibung seines Charakters, besondere Angewohnheiten. Ja, ja, ich hab schon verstanden. Bis später, Lefty. Was gibt's? Ich hab gehört, dass du Streit mit ihm hattest. Stix ist ein verdammter Sturkopf. Er meint, dass wir unsere Seele verkaufen, wenn wir hier im Salon de Lézard auftreten. Er will einfach nicht einsehen, dass das unsere große Chance ist. Stattdessen hängt er in den zwieligsten Ecken der Stadt ab. Er hat auf jeden Fall einige Probleme. Besonders mit Alkohol und Glücksspiel. Naja, niemand ist perfekt. Ein interessanter Hinweis. Bis nachher.
kann ich dir helfen? Also... war heute... Also kannst du ihn vielleicht... Er hat Probleme mit Alkohol und Glücksspiel. Ach so, der Drummer. Sag das doch gleich. Den findest du sicher am Pier 69, wo er seine Kohle beim Glücksspiel verballert. Pier 69 ist direkt am Ende der Nyball Street. Nimm dir am besten einen unter. Pier 69 zu unter hinzugefügt.